es war nicht so gemeint. So, Friends, wir spielen jetzt Who Knocks, Alter. Wer ist derjenige, der klopft? Ich war eigentlich der Überzeugung, Breaking Bad hätte diese Frage hinlänglich beantwortet, aber wer weiß. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Wir arbeiten nämlich evidenzbasiert, ja? So, herzlich willkommen zu Who Knocks, Alter. Kann ich klopfen? Nee, du öffnest. Ich habe geklopft. Ich war's. Gut, können wir zum nächsten Spiel fortschreiten. Captain Dankeschön für deine 5 Subs, Alter. Geil. Vom Captain Iglo ist persönlich. Ich feiere deine Fischstäbchen. Jo, vielen lieben Dank, Mann. Das ist sehr großzügig von dir. So, was machen wir nun? Ich bin jetzt hier einfach reingedroppt worden. Die Tür ist auf der anderen Seite geschlossen. Warum sind immer Dinge verschlossen in meinem eigenen Haus? Was habe ich für Geheimnisse? Warum bin ich mental instabil? Was? Okay, gut. Nah dran vor allem. Oh, was haben wir da? Nehmen Sie. Aufgehoben. Ach, Streichhölzer liegen da. Ja, ich klaue die jetzt alle. Kerzen und Streichhölzer. Die Tür ist auf der anderen Seite geschlossen. Das ist halt immer auch sehr ärgerlich. So, gut. Ich kenne das Haus von irgendwo. Untersuchen. Albtraum im Dunkeln. Weißt du, und dieser Typ fragt sich, was mit dem Haus nicht stimmt. Und hängt hier Porträts von Lord Voldemort auf. Ich fass es nicht. Dass der da nicht selber drauf kommt, ist mir ein Rätsel. Michaels Zimmer. Wer ist ein Michael? Ich wohne hier noch mit anderen Leuten? Ja, das musst du mir aber sagen. Wenn die mir plötzlich ins Gesicht springen, da ist da... Wäre ich ja dezent überrascht. Kerze setzen. Einschalten. Oh mein Gott! Ich und die Atzen. Samstagnacht auf dem Weg vom Club nach Hause, Alter. Es war eine wilde Nummer wieder. Sandra ist auch am Start. Gut, alles klar. Ach! Voldemort! Das hat schon damals in Hogwarts nicht geklappt. Das wird auch jetzt nicht funktionieren, Alter. Ich mach dir wieder die Hülle heiß. Ist gut. Der hat mal kurz hier für so einen Riss im Raum Zeitkontinuum gesorgt. Aber so langsam geht's ins Bett, ne? Oh, hier sind Scherben. Oder sind das Schnipsel? Oder was soll das sein? Weil die Fenster sind alle intakt. Ist das Sandra? Warum sind hier Rotztücher? Ich frage am besten nicht. Das sind keine Rotztücher. Oh, warte mal. Du öffnest. Warum öffnet sich nichts in diesem Spiel, Alter? Geht das Menü wenigstens auf? Das Menü öffnet sich, Alter. Es ist nicht von der anderen Seite verschlossen. Wir sind sehr dankbar darüber. Verwaist. Das ist sehr schade, Alter. Ich habe das Gefühl, hier endet unsere Reise. Tja. Voldemort kann ich nicht mehr untersuchen. Das ist sehr, sehr schade. Und ansonsten? Ach so. Die Kisten versperren den Weg. Sie sind sehr schwer. Ah ja, die sehr schweren Pappkisten. Es gibt überhaupt keinen Weg, da hinüberzukommen. Sehr, sehr ärgerlich. Das muss ich schon mal sagen. Okay. Die wollen irgendwie was von uns. Oh! Nah dran. Was haben wir da? Nehmen Sie. Gewicht. Was zur Hölle soll das? Das stelle ich auf die Pappkisten. Dann sind die noch ein bisschen schwerer. Okay, ein Gewicht. Wir brauchen eine dazugehörige Waage. Oder so? I don't know. Wo stellt man das drauf? That is here the question. Da können wir immer noch nicht rein. Oh, nah dran. Ne? Oh, da liegt was. Ich sehe das gar nicht, Alter. Ach, eine Kerze. Oh mein Gott. Ist in der Keksdose was? Nee. Wow, warum ist alles einfach eine herbe Enttäuschung? In der Küche eine Waage? Ich komme nicht in die Küche. Oder komme ich in die Küche? Nee, ich komme da nicht hin, ne? Es ist alles von hinten abgeschlossen. Ich habe ja Sandra im Verdacht. Esszimmer. Ah. Ich muss nur irgendeinen Weg finden, vielleicht irgendeinen Key. Ein Schlüssel? Aber rausgehen können wir auch nicht, right? Es gibt keine Möglichkeit, es zu öffnen. Also das sind ja wirklich auch, das sind ja auch sehr rosige Aussichten. Kann man hier eine Kerze reinpflanzen? Ah,
komm, lass mal aktivieren. Irgendwann wird der Strom ausfallen. Bisher hat noch niemand geklopft. Ich weiß, das ist kompletter Clickbait hier. Ah, schade eigentlich. Ja, sag mal. Die Aliens, sie landen, Alter. Sie entführen mich in ihre Space Station. Das Haus gibt's als Ghost Watchers Map? Oh, ich hab das da vielleicht schon mal gesehen. Helden. Gut. Wenn du meinst, Alter. Ihre Aufgabe war nicht gerade eine leichte, ne? Oh, tja. Es gibt halt auch irgendwie keinen Sinn für Direktion hier. Ich guck gleich bei Schauerland nach. Oh, warte mal, da unten liegt was. Nehmen Sie. Aufgehobene Kerze. Das wird der Durchbruch. So, wir machen jetzt überall eine Kerze an. Right? Können wir die entfernen? Oh nein. Habe ich die dann nicht mehr? No! Oh, ich habe einen Schlüssel. Oh, zum Öffnen. Wo habe ich denn den jetzt her? Zum Öffnen eines Schrankes. Gegenstand auswählen. Untersuchen. Ich will das aber nicht untersuchen. Ich will das verwenden. Kannst du den Schlüssel bitte in das Loch stecken? Warum sieht der so räudig aus? Zum Öffnen eines Schrankes. Aber wo? Wo zur Hölle? Der ist da gespawnt? Hör auf mich zu verarschen, Alter. Warte mal. Allzweckraum. Ich bin nah dran. Hier, das hier vielleicht? Nee. Aber das ist doch ein... Naja, das ist eher so eine Kommode, ne? Sollen wir Schrank wirklich verstehen? Oder? Keine Ahnung. Zum Öffnen eines Schrankes. Hm. Ja, viel Auswahl ist nicht. Bei denen hier, den haben wir schon offen. Vielleicht war das der Schlüssel dafür. Okay, ich habe 4 Kerzen. Ich kann es in Kerzenständer stecken und mit Streichhölzern anzünden. Ach krass, ich hätte echt nicht gewusst, was ich damit machen soll. Ich habe keine Möglichkeit, diesen Schlüssel zu verwenden. Irgendwie. Sandras Zimmer. Das sieht so aus wie ein Key für irgendetwas Größeres. Aber wo? Mein Wissen erstreckt sich nur auf diese... Ja, keine Ahnung. 40 Quadratmeter hier. Ich werde nicht schlauer. Hm. Wunderschön. Oh! Oh! Aha! Sandras Zimmerschlüssel! Da hat sie versteckt. Im Schränkchen neben dem Kamin. So gewitzt, diese kleine Sandra. Ich leg den Schlüssel dahin, wo ich ihn hergenommen habe und stelle keine weiteren Fragen, in Ordnung. Und niemandem muss ein Leid geschehen. Oh mein Gott. Ist das Sandra? Sie ist nicht geschminkt. Okay? Und es herrschen schlechte Lichtverhältnisse. Wir urteilen nicht. Digga, also wenn hier jemand Leckdeckes gibt, dann... Errungenschaft. Ich habe keine Angst. Das ist eine glatte Lüge. Ich habe sehr viel Angst. Ich habe ein bisschen gekackt gerade. Du öffnest. Komm, wir sind nah dran. Das wird jetzt der Running Gag. Wer klopft? Wo kommt denn das her? Das sind die Holzwürmer im Türrahmen. Wer hat geklopft? Warte, Alter. Ich sprinte zur Vergessenheit. Irgendwer hat Voldemort wieder richtig hingehangen. Ich war's nicht. Was sind denn hier für Freaks unterwegs? Hä? Wer bist du? ich kann das erklären, also. Er hat den Hagrid gemacht. Nein. Ey, das Geschäft,
weißt du, im Faschingskostümverleih, der, das muss echt brummen, dieser Tage. Ich weiß auch. Oh, dankeschön. Ist das Michaels Schlüssel? Nee, der Wäscheschlüssel. Warum hat dieser Typ in der Gasmaske, der kein Wort spricht und mit einem nackten Finger auf angezogene Leute zeigt, einen Schlüssel für meine Wäschekammer? Der schnüffelt doch heimlich an meinen Schlüppern. Deswegen hat er auch eine Maske auf, weil es ist nicht auszuhalten. So, lesen. Willkommen, Noam. Was ist Noam für ein Zuhause? Für ein Zuhause? Für ein Name? Ach komm, ich bin auch schon komplett durch jetzt hier. Der wohnt da. Ich bin eigentlich ein Einbrecher. Das wäre der geilste Plot-Twist ever. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt im neuen Zuhause. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist dieses Haus kein gewöhnliches Zuhause. Was hast du zu dem Brett erwartet, sind wir mal ehrlich. Vor Ihnen haben andere Menschen dieses Haus besessen. Aber wie Sie vielleicht gehört haben, die Dinge, die Sie besitzen, besitzen schließlich Sie. Oh, Digga. Okay. Das war der erste Restkalenderspruch, den du heute servieren darfst. Beim zweiten fließt du raus, Alter. Ach nee, bist du ja schon. Und das gilt auch dafür. Du bist nicht Eigentümer dieses Ortes geworden, dieser Ort ist dein Herr geworden. Aber ich will dir nicht gleich alles sagen. Genießen Sie Ihr neues Zuhause. Also ich genieße meinen Herrn, ja? Und zu Ostern fährt mein Herr dann gen Himmel und ich bin obdachlos. Ach, fasse dich vergessen, diese Nacht wird besonders lang. Unruhige Seelen werden dich besuchen kommen. Menschen, die wie sie verloren sind. Seien Sie gut zu ihnen, Noam, gehen Sie auf ihre Wünsche ein. Ich lese doch schon den Zettel. Bis später. Etor. Etwar. Etore, Alter. Hm, gut. Fucker, <yeah. lacht> du kommst hier nicht rein. Also, ich habe jetzt ein... Was habe ich? Was habe ich Schönes? Wäscheschlüssel. Stimmt. Was ein Lieber, der warnt dich sogar. Er ist die gute Seele des Dorfes. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, in diesen Raum reinzugehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jopp. In der Tat ein Wäscheraum. Oh, noch ein Gewicht. Dankeschön. Oh, dann finde ich hier bestimmt... Oh, aufgehoben rote Paprika. Rot. Die war dreckig, die musste ihr waschen werden. Stellt bitte keine Fragen. Lasst mich. Ist beschädigt, lässt sich nicht öffnen. Digga. Mein Herz. Was ist mit meinem Herz? Das wummert. Oh mein Gott, was ist denn hier? Was? Wie weit geht denn das? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eins nach dem anderen hier. Ich muss ja erstmal das untersuchen. Ich bin nah dran. Es ist beschädigt. Oh nein. Mein schlimmster Albtraum. Ich will noch eine Paprika finden. Vielleicht eine grüne. Zimtessenz. Die habe ich schon überall gesucht. Okay, gut. Alles klar. Was machen wir? Ein Zimt-Paprika-Tee. Das wird ein lustiger Abend. Das knallt, habe ich gehört. So. Gut. Alles klar. Die Schlüpper lassen wir an Ort und Stelle. Da können sich andere dran glücklich tun. Das ist das XXL-Haus. Ich wohne vornehmlich gerne immer in solchen Riesenvillen. Stand da wer? Nein, die Fantasie spielt mir einen Streich. Die Kisten versperren den Weg, die sind sehr schwer. Wie viele Bücher sind in meinen Kisten eigentlich drinne, dass die immer schwer sind? Wie kann ich das denn rechtfertigen? Gut. Ach, dieser Typ schon wieder. Streichhölzer? Ja. Schlafzimmer? Tür ist verschlossen? Schade, Alter. Es geht nicht ins Schlafzimmer für uns. Hm. Ah! Das hab ich im Trailer gesehen. Tag des Fischfangs. Gut. Oh! Ah, hier ist die andere Seite. Schön, Alter. Dass die Kisten hier meine Pfadfinderei bestimmen dürfen. Was haben wir hier? Holzschildkröte? Ey, ich baue mir einen richtigen Zoo. Oh. Rosa Salz. Das Grüne war leider alle. Oh, hier ist ein Tape auch noch. Musikkassette. Kerzen. Ich muss echt gleich so einen kleinen Handgepäckskoffer mit mir rumschleppen, ne? Bei dem ganzen Zeug. Es ist abgeschlossen. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Kleine Holzkiste. Oh, nee. Ich ahne es, Alter. Ich habe so leichte Raphael-Brasa-Vibes.
Das Büro ist auch verschlossen. Tja, aber wir haben keine Möglichkeit, jetzt woanders irgendwie hinzukommen. Jasmin-Essenz. Ich dachte, Zimt habe ich gefunden. Da stand doch Zimt. Da stand doch Zimt. Ey, spul zurück. Ohne Mist. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt verrückt geworden oder sind sie es? Kann ich hier irgendwo eine Kerze hinmachen? Hier ist so dunkel. Ich glaube, da geht es auch nicht mehr lang. Ich gehe mal, vielleicht ergibt sich irgendwie was. Es muss ja auch gerne mal so langsam wieder jemand klopfen. Ich wollte es gerade sagen. Oh mein Gott, das ist Lara Croft. Und sie hat gar nicht mal so viel an. Oh nein, das ist hier die von... Das ist Rebecca, Alter. Oh, die ist voll nackig. Was ist denn... Ach, du schon wieder. Sandra, ab auf dein Zimmer. Ich kann die nicht angucken, Alter. Die hat nicht... Okay, gut. Danke, Spiel. Vielen lieben herzlichen Dank. Ah, du hast den Zettel zum Glück nicht abgefressen. Ehrenwert. Die ist auf Diät. Close-up Badezimmerschlüssel. Der Weitwinkel-Badezimmerschlüssel, der kommt dann beim nächsten Mal. So. Hallo Noah, mein Name ist Romena. Ich habe vieles im Leben gemacht, außer meine Klamotten angezogen. Aber nur eines hat sich zu meinem Beruf durchgesetzt. Ich ahne etwas. Chemie. Naja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was mich zu dieser Reise veranlasst hat. Mein Kamin, weil der ist schön warm. Vielleicht der Wunsch zu entkommen, etwas Neues zu entdecken oder einfach das Bedürfnis dieser Welt zu entfliehen. Am Ende bin ich aber nicht weit gekommen. Sie finden meine Leiche im oberen Badezimmer. Was? Was? That escalated quickly. Das Einzige, was ich wahrnehme, ist der Geruch meiner verfaulten Haut. Dieses Ding macht mich wirklich traurig. Also du sahst doch ganz knackig aus, wenn ich mir die Bemerkung mal erlauben darf. Aus der Leidenschaft für Chemie entstand eines meiner Lieblingshobbys, die Kreation von Parfums. Und jetzt kann ich nur noch verdorbenes Fleisch riechen. Ja, jetzt musst einfach einen Spritzer mehr nehmen, dann passt das. Sei gut zu mir, Noah. Finde meine Düfte und bring sie mir. Bis später. Romina. Jetzt mit I geschrieben, oben noch mit E. Ich bin da sehr flexibel. Alles klar. Sandra? Warst du... Also, wann warst du das letzte Mal baden? Ich frag nur. Du musst mich nicht gleich so anbrüllen. Wir können gesittet miteinander sprechen. Wir sind erwachsene Leute. Manche von uns ein bisschen mehr als andere, aber soll jetzt nicht das Thema sein. Was ist denn jetzt los? Close-up, wait, Badezimmerschlüssel. Och nee, ich pull die doch da jetzt nicht aus meiner Dusche raus. Ach, hier kommen die Zettel hin. Guck mal, der Maskenmann hat das hier abgeknabbert. Romina nicht, die ist wohlerzogen. Ist eigentlich die Lautstärke okay oder kann das Spiel ein bisschen lauter, Leute? Sagt mal an. Chemie ist ein sehr schönes Fach, letzte Arbeit 6. Wir trauern mit dir, Alter. Bei mir war es auch nicht besser. Ist okay? Wirklich oder kann ein bisschen lauter? Also hört ihr Sachen? Perfekt? Ah, dann ist es immer zu leise. Ich kenne euch nämlich, kleinen Pappenheimer. So. Das war das Büro. Wo hatte ich denn überhaupt ein Bad? Schlafzimmer? Hier? Ich weiß gar nicht. Badezimmer im ersten Stock. Erst das Close-Up-Badezimmer oder das Weitwinkel? Romena! So ein Schweinkram lass mal aber. Ich bin ja gerade frisch eingezogen. Ich habe keinen Bock, euch ständig nachräumen zu müssen. Pose. No. Doch, Pose. No. Okay, gut. Oh, ist das das lila Salz? Lavendel-Essenz. Okay. Ach, ihr seht das gar nicht. Oh nein, meine Cam ist davor. Ah. Hier bin ich gestorben. Und hier bin ich auch nochmal ein bisschen gestorben. Und dann bin ich hier richtig gestorben. Romina, Alter. Sowas Stabiles. Ja, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit der? Man weiß es nicht.
No. Hier ist auch noch so eine Kiste. Ein Mechanismus blockiert die Öffnung. Das ist sehr, sehr wissenschaftlich ausgedrückt. Ich mache hier mal eine Kerze rein. Irgendwann wird der Strom ausfallen und ich werde über Kerzen nicht glücklich sein, ich sag's euch. Das kann man doch bestimmt aufnehmen, oder nicht, ne? Eine Badebombe? Einfach so, so von Lush. Und dann so... Und dann ist da einfach so, so Rainbow Sprinkle Dragon Egg oder sowas. Und es wird herrlich duften. Nix hier mit verfaultem Fleisch und so. Tja, cool. Also, ja. Ich würde sagen, also, warum finden wir da nichts? Finden wir da irgendwas? Ich will da ja auch nicht so... Warte mal, die hat doch da was. Was hat die denn? Ach nee, das ist hier die... Da, wo das Wasser rauskommt. Wer geht denn mit Spitzenunterwäsche auch baden? Also, das sind ja wohl auch Moden hier. Tja. Sieht nicht so aus, als wäre ihr irgendwas zu holen. Schade eigentlich. Romina, du bist voll langweilig, seit du gestorben bist. Die Essenzen aus deinem Inventar müssen in den Halter. Ja, aber er sagt, no! No! Nope. Halt dein Maul! Halt dein Maul jetzt! Halt's Maul! Mund zu. Den Mund, den du gerade geöffnet hast, Mund zu. Wieder schließen. Sag nichts. Du schließt den jetzt. Der ist immer noch offen. Kein Luftzug soll da durchkommen. Na. No. Okay. Na, 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 na. 6 Essenzen, Leute. Für den außergewöhnlichen Duft. Aber wie, aber was, aber wo? Ich muss also noch mehr von diesen Gewürzen suchen. Und dann kann ich mir ein kleines Süppchen kochen oder was. Weiß ich nicht, Alter. Ich mag's recht pikant, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Nashörner sind cool. Nashörner. Wer hat aufgeräumt? Wer hat... Was ist denn hier los in diesem Haus? Ich sag dazu auch nichts, ne? What the fuck? Why? What? Was? Was? Willst du mich komplett verarschen, Spiel? Was ist denn mit dir, Phase? Hä? Ich hasse... Na! Na! Macht das Spiel Spaß? Na! Aber wieso? Ich konnte doch nicht mal speichern. Wo hätte ich denn das gekonnt? Bin ich in eine Bärenfalle gelaufen, oder was? Mein Löwe, meine Bärenfalle. Huh. Komisch, Alter. Die Spawns sind randomized? Hast du den Speedrun gemacht oder was ist hier los? Was ist Phase, Alter? Klär mich auf. Huh. Das hat mich sehr erschrocken, Alter. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Weil ich habe das Spiel noch nie zuvor gesehen. Ab wann kann ich denn in diesen Schrank und das öffnen? Du bist gestolpert. Ich stolper dich gleich. Hier ist der Schlüssel drin. Aber wann krieg ich den? Oder... Ne, hier war der drin, ne? Ah, jetzt kann ich das aufmachen. I swear, das ging nicht. Hier ist Tante Klapperstrauß wieder. Ja, dachte ich mir. Geiler Trick. War ich auch noch gar nicht gucken in diesem Raum. Oh, hier muss ich die kleinen Holzdinger einsetzen. Oh. Es ergibt alles Sinn, meine Freunde. Hier kann ich speichern!
Was? Das heißt, ich hätte hier einfach in den Raum gehen müssen? Digga! Okay, ich speichere gleich. Ich speichere gleich, warte. Der Maskenmann. Moment. Das kriegen ja alle eine Anzeige. Ja, ist doch gut, Mann. Wenn ich auf den Zopf, kriegst du einen Dropkick, Alter. Fließt über die Brüstung. Film überspringen mit dem größten Vergnügen. Yo, schieb durch den Humpen. So, geil. Hab ich gelesen, ich schwöre, hab ich wirklich gelesen. Ich hab's sogar zweimal gelesen, weil es so schön formuliert war. So. Ich gehe jetzt speichern, während die Tür sich da noch friedlich ausknarzt. Moment. Aha. Ach, das kann ich mit so einem Tape machen. Ach so. Die wird halt auch gar nichts erklärt, ne? Stell dir vor, wohnt da das Pferd drin, oder? Stell dir vor, dein Kleiderschrank ist einfach mit einem Keypad abgeschlossen. Du verschläfst und musst ganz schnell an deine Unterwäsche. Ja, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein kleines Problem. Werde ich jetzt nicht erläutern. Okay, ich gehe mal darüber. Das ist ein Bunker? In der zweiten Etage? Ein Atombunker bestimmt. So, warte mal. Warte mal. Pass auf, hier steht jetzt Zimtessenz. Wait. Zimtessenz! Das steht da! In meinem Inventar ist es aber. Es ist Zimtessenz. Aber warum stand denn da vorhin Jasmin? Ich glaube, ich bin schon komplett geistig um. Wait, was war hier? Aha. Geistig umnachtet. Oh mein Gott! Oh Gott! Die machen mich alle fertig. Es ist beschädigt. Es öffnet sich nicht, Seth. Aber klick doch noch in 5 Minuten nochmal drauf. Dann öffnet es sich. Könnt mich alle mal. Du hattest 2 Sachen im Inventar und das Falsche angesehen? Bin ich echt so doof? Oh. Ich dachte, ich bin abgestürzt. Also so physisch. Geistig sowieso. Safe? Ach, ihr habt alle gar keine Ahnung. Ihr könnt sowieso nicht lesen. Das frage ich euch eigentlich. So, hier eine Kerze rein. Wir kriegen das, wir werden das meistern, Leute. Das Haus ist unser Herr, aber das Verhältnis wird sich nach und nach umdrehen. Wir werden der Herr sein. Und schlussendlich niederbrennen, hoffentlich. So. Auf dass es niemals jemandem ein Leid zufügt. Auf dass niemals jemand wieder tot in der Badewanne aufmacht. Weil das ist eine Riesensauerei. Und wir unterstützen das nicht. Badezimmer. Okay, ich glaube jetzt kommt Romina. Romina Ravenclaw. Warte. Ja. Ey! Warte, Tür auf! Da hat sie noch ein BH an. Aber oben in der Badewanne hat sie sich komplett gehen lassen. Die Sau. Das olle Ferkel. Ja, ist gut. Ich kenne doch den Trick jetzt schon. So, untersuchen. Ja, alles klar, bis später. Super spooky, super scary. Oh nein, bitte nicht schlagen. Ich gehe jetzt mal die Holzfigur da einsetzen und da nochmal absaven den ganzen lustigen Hasen. Und dann mal gucken, was wir weitermachen. Na! Ach, hier die Schildkröte habe ich, ne? Ach, das ist ein Code! 1, 2, 3, 4! Ach, das kann ich ja jetzt fast raten. Na! Okay, gut. Ich kann nicht speichern. Oh Mann, hätte ich gewusst, dass das mit den Tapes geht. Da muss ich erst eins finden. Aber... Wir hatten noch eins gefunden. Wo waren das? Chat, helft mir mal. Wo war das? Wo haben wir das Tape herbekommen? Unten nicht. Wisst ihr das noch? Unten? Mir ist auch irgendwie so unten. Mir ist generell immer mehr nach unten. Im Schrank unterm Bücherregal. Oh. Ihr habt so runzlige Gehirne, Alter.
In diesen Windungen da bleibt einiges kleben. Warte, nice. Wenn hier jetzt ein Tape drin ist, ich schwöre, Alter. Ich küsse eure Augen. Alles klar. Jetzt mach auf den Bums. Grüß dich. Once again. Oh, ich habe nicht mehr genug, ne? So, ich hatte doch aber mehr hier Zeug. So, dankeschön dafür. Achso, ne, 3 hatte ich. Okay, gut. So, sie hat wieder nichts. Und dann bin ich gestorben, als ich da die Treppe runter bin, right? Weil jetzt sind die Kisten weg. Die Kisten sind jetzt weg. Ah, ich sollte nochmal speichern gehen, dann doch, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ich da noch ein Tape finde, aber... Oder klopft jetzt jemand? Nee, klopft nicht jemand. Alles klar. Wie können die Waschbecken verkohlt sein? Die sind voll geblutet. Ja, das war nicht ganz einfach mit dem Sterben. Das kleckert. Musst du wissen. Wo frisst denn der die Tapes hin? Was? Der snackt die. Ich rasch komplett aus. Meine Tapes! Och Mann! Okay, gut. Ich gehe mal runter, mal gucken, was mich erwartet. Ich werde wahrscheinlich wieder platzen oder was auch immer mit mir geschehen ist. Ich wollte eigentlich nur irgendwo auch das Licht anmachen. Okay, ich gehe da noch nicht hin. Ich gehe... Das Problem ist, untersuchen, Lazarett. Ich bin mir nicht sicher, Alter. Keller? Du musst jetzt auch noch in den Keller, okay. Es ist zu dunkel. Ey, da drinnen ist heller als hier oben. Ich komm besser mit einer Taschenlampe wieder. Ja, deine Mutti kommt wieder. Hier ist auch noch ein Code. Au, hier sind wirklich Fallen. Das ist so ein Granny-Scheiß. Ach so. Oh mein Gott. Das hasse ich. Ich hasse alles da dran. Was war das? Und warum hat er mein gutes Service weggefressen? Der hat mein Porzellan angeknabbert. Schnorps, Schnorps, Schnabel. Was ist mit dem? Und was war hier die Breakdancing Chainsaw? Lege 4 Gewichte auf die Waage. Bin ich hier im Irrenhaus? Wieso? Warum? Ich verstehe es nicht. Okay, ganz schön fettes Ding. Auch ein fettes Ding. Na! Na! Oh, ein Key. Was ist das? Aktenkofferschlüssel. Was ist das für ein Aktenkoffer? Diese Holzkisten oder was? Oh, nee. Die tragen sich aber auch recht unkomfortabel durch die Welt. Oh, gut. Wir müssen echt übelst krass gucken hier, ne? So viel Streichhölzer brauche ich doch gar nicht. Ah, guck mal, hier ist noch eine Essenz. Die hat er bestimmt fressen wollen. Stattdessen hat er sich an Omas Porzellan vergriffen. Wir brauchen irgendeine Erklärung, warum wir nicht in diesen Raum kommen. Here you go, Damen und Herren. Alles klar. Romena, du Frechdachs, Alter. Was soll denn das jetzt? Wir sind bislang immer gut miteinander klargekommen. Hier wäre Licht gewesen, dann hätte ich den Scheiß da unten auf dem Boden auch gesehen. Da ist doch nicht zu dunkel jetzt. Kann ich nicht die Lampe hier mitnehmen? Oh Mann. Okay. Ich bringe mal meine Beute wieder an Ort und Stelle. Das Spiel will es offensichtlich so. Ich guck mal hier. Oh, ich öffnete. Oh, Gewicht. Alles klar. Nice. Das verbrennt pro Schritt bestimmt auch sehr viele Kalorien. So, 2 baue ich noch. Und hier? Ich öffnete. Nee, ein Mechanismus blockiert die Öffnung. Schade. Es gibt 2 Aktenkoffer. Aus Holz. Stellt keine Fragen. Die müssen noch mal irgendwann im Piratenfilm mitspielen als Schatzkiste. Aber die brauchen ein unterschiedliches Schloss.
Ich will Besuch haben. Warum kriege ich keinen Besuch? Oh. Das ist so sad. Oh. Ach, hier komme ich wieder hin. Ach so. Sorry, gab Boden so Mittag. Gewicht. Pose. Das ist beschädigt. Ich frage mich, wann wir das öffnen können. Noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Boah, Alter. Boah, FPS wären mal geil. Tja. Thaddäus. Und nu? Was machen wir mit dem angefangenen Abend? Bislang war es ganz unterhaltsam. Muss ich tatsächlich mal zugeben. Der Flur ist zu mächtig? Insane. Das ist der Papa aller Flure. Warum habe ich eigentlich 4 von den Wagen? Da habe ich mich doch bei Amazon drauf verklickt, oder? Also das kann mir doch auch keiner erzählen. Ach, die, warte mal, die haben alle eine unterschiedliche Zahl, ne? Das ist eine 6. 614 und das andere rate ich. 614 am Ende. So, warte mal. 1. Ich kenne den Code nicht! Oh, Spiel! Ah, ich bitte dich jetzt! Ach, come on! Nein, Alter, mach nicht diesen! Ich kenne den Code, ne Coach Mode. Ich kenne den! Vertrau mir, lass mich das drücken. War der Teppich ausgefranst oder hatte der Zähne? Der ist nur ausgefranst. Der hat keine Zähne. Da, der Postbote sich verzählt. Ja, schade. Es kommt bestimmt auch keiner, wenn ich hier den Zettel nicht aufhebe, oder? Oder habe ich den schon gelesen? Keine Ahnung. Tja. Eine Sache muss ich noch finden. Das Gewicht. Weil von denen habe ich am meisten. Von den Essenzen brauche ich noch 2. Das heißt, die kriege ich so schnell vermutlich nicht zusammen. Und ansonsten... Ich, dieser räudige Teller. Der steht da auch schon 3 Wochen. Ansonsten, keine Ahnung. Mülleimer vielleicht, ne? Was hängt denn hier in diesem Kinderzimmer für Poster? Ich bitte euch, Alter. Da würde ich auch irgendwie tot in der Badewanne aufwachen. Junge, Junge, Junge. Unter der 2. Treppe. Ist das... Weißt du's? Du hast doch das bei Schauerland geguckt. Verleugne es nicht. Unter der 2. Treppe. Hier? Hi, Cozy. Hier ist aber nichts. Also vor allem kein Licht. Oder meinst du das nicht mit 2. Treppe? Was meinst du denn? Wahrscheinlich die, oder? Weil die andere ist ja da vorne. Also hier quasi. Aber da ist auch nichts. Drunter. Nee, geht gar nicht. Oder hier hinten? Nee. Da könnte man aber schon was verstecken. Das stimmt schon. Neben der Treppe ist ein riesiger Flur. Wait, wo? Also hier komme ich ja nicht rein, ne? Hier? Oh, hier lang! Oh mein Gott! Wieso? Ich stand doch gerade hier! Ey, das Spiel ist einfach übelst dunkel! Jetzt nicht mehr, jetzt ist es mega hell. Boah, ey, ich rechne auch nicht mit weiteren Räumen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die maximale Anzahl an Räumen ist schon lange ausgereizt. Das ist alles Bonus. Das erwarte ich nicht. Ich bin sehr genügsam. Guck mal, hier ist das Gewicht. Habe ich euch gleich gesagt. Ihr habt nicht geglaubt. Ihr habt gesagt, unter der ersten Treppe, in der Toilette. Und da war es nicht. Ich habe gleich gesagt, hier der Flur. Aber nee. Ihr müsst ja mal wieder alles besser wissen. Unmöglich seid ihr. Der Flur hatte den Tarnmodus an, konntest den gar nicht sehen. Ich habe den erfolgreich ignoriert mit meinen Mausbewegungen.
Es steht keiner hinter mir, ich bin enttäuscht. Ich kenne den Code. Oh, wait, kenne ich den? Muss ich den jetzt auswendig lernen, oder? Es ist 2614. 2, nee, warte mal. 3. 3614. 3614, 3614. Du willst mich verarschen! Du machst dich über mich lustig, Spiel! Das mit dem Flur war keine Ab... Das war... Ich bin gar nicht blöd, ich schwör's. Ich schwöre es. Hör auf! Hör auf! Für die etwas dümmere. Mann, jetzt muss ich den noch eingeben? Ach, komm schon. Oh Gott. Oh Gott, was ist die letzte Zahl? Ich weiß es einfach nicht. Wo steht die nochmal? Wenn ich doch nur einen kleinen Hinweis bekomme. Weißt du, das Spiel sagt dir nicht, was los ist. Aber das... Das ist doch ein Troll. Oh nein, jetzt nicht. Ich öffne meinen Einbauschrank mit dem NASA-Keypad und freue mich des Lebens. Ja, Arsch. Ich komme schon. Ich komme vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie ich Bock habe. Okay, ich habe Bock. Was für ein Freak steht denn jetzt hier? Oh mein Gott. Die werden doch immer körperlich attraktiver. Hi. Der sagt gar nicht erst. Der weiß, das juckt den eh nicht. Hey. Sorry, dass es manchmal so hakelt. Ich kann nicht dafür. Legen Sie die Batterien in den Projektor. Schmieren Sie die Marmelade auf das Toastbrot. Reiben Sie mich mit der Schokolade ein. Tun Sie die Badebombe zu Rowena in die Wanne. Gib mir einen Projektor und Batterien und dann können wir drüber reden, was ich hier mache. Hallo Noem. Hi, grüß dich. Hier sind wir. Du und ich. Wie? Du erinnerst dich nicht an mich? Oh doch, vor dem schweren Autounfall warst du bestimmt ein äußerst attraktiver Mann. Attraktiv. Das ist sehr traurig. So müssen sich meine Patienten fühlen. Man verbringt ein Leben lang damit, Menschen zu behandeln, sich ihre Beschwerden anzuhören, ihren Angehörigen in die Augen zu schauen, bis irgendwann ihre Gesichter alle gleich sind. Heile Menschen und stelle ihre Freude wieder her. Ihr Dank verschmelzt zu einem überflüssigen Gesang identischer Worte. Was? Arzt zu sein hat mich zynisch gemacht. Es ist nicht witzig. Ich bin ein zynischer Mensch, der Kino liebt. Der Kino liebt. Ich bin Arzt, aber ich liebe auch Kino. Das kam unerwartet, Alter. Meine Leiche ist im Wohnzimmer, Noam. Komm zu mir und starte den Projektor in diesem Raum. Lass meinen Leitern in der Dunkelheit ruhen, erleuchtet vom Licht des Projektors. Ich warte auf dich, Richard. Alles klar, Alter. Richard. Gut, ich komme. Ich bin unterwegs. Ich bringe auch Popcorn mit, falls ich noch eins finde. Ich muss nur vorbei an den fleischfressenden Teppichen, die ich überall ausgelegt habe in meiner Wohnung. Das war ein Fehler, das weiß ich jetzt auch. Richard, verzweifle nicht. Ich bin unterwegs. Wo war denn das Wohnzimmer nochmal? Das Wohnzimmer war... Oh. Oh, hier sind jetzt auch die Kisten weg. Oh mein Gott. Das war bei dem Flur, glaube ich, oder? Sef, der Wasserkocher? Was für ein Wasserkocher? Die Teppiche sind Sammlerstücke, die habe ich extra einfliegen lassen. Sorry, ich habe den Jumpscare verpasst. Kannst du den nochmal? Ich öffne. Sorry, ich wusste nicht wo. Ich habe mich umgeschaut. Oh Mann, jetzt ist der traurig, Alter. Warte mal. Oh, fuck! Mann, ich hasse das! Jetzt bin ich wieder am letzten Speicherpunkt! Du
bist der letzte Bastard-Spiel. Oh mein Gott, why? Oh Mann. Sammlerstück hat zurückgeschlagen. Digga, ich seh's doch nicht. Es ist schwarz. Ich hasse die alle. Die gehen mir alle so auf den Sack. Jetzt knuspert der da wieder mal. Warte mal. Hau im Blick. Hau im Blick. Wir können das. Wir lösen das schnell. Ich habe halt kein Tape gefunden, leider. Hier war schon wieder irgendwas los. Hier ist irgendwo ein Scare versteckt. Ich habe den schon wieder verpasst. Du hast ihn auf die falsche Etage platziert. Da ist oben irgendwas explodiert, Alter. Ich muss da rein, by the way. Am besten nicht die andere Seite. Ich rast aus, Alter. Leck mich am Arsch. No! 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 Ist beschädigt. So, wo war noch ein Gewicht? Steht hier irgendwo noch eins rum? Wahnsinn. Oh, Kerzen! Kerzen aus der Husa. Warte mal, gib mal her hier. Was haben wir da? Aktenkoffer. Alles klar. Da war doch noch ein Gewicht drin, oder war es so? Bin mir nicht sicher. Okay, du bist langweilig. Und du? Hier ist noch eine Essenz. Blau, blau, blau blüht der Essentia an. Wenn wir uns wiedersehen. Und so weiter. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ich weiß, ich bin nah dran. So. Was war jetzt nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Was habe ich denn dann gemacht? Die Aktenkoffer. Stimmt. Seid ihr auch so aufgeregt drauf, was als nächstes passiert? Ich kenne das alles nicht mehr. So. Ja. Nice. Cool. No! No! Das ist immer wie so eine zickige Tante, Alter. Was ist denn hier los jetzt? Oh nein. Spooky Doodle-Doo, Alter. Bitte nicht. Bitte nicht den armen Seth erschrecken. Da hat er nicht schon genug gelitten. So, mach das da drauf. Ziel aktualisiert. 3614. War mal richtig kreativ hier mit dem Code. 3614. Richard. Ich komme gleich. Halte ein. So, cool. Ich will nicht, Alter. Ich will nicht irgendwo hin, wo es dunkel ist. Ich habe Angst. Ich achte super krass auf den Boden, Alter. Das darf mir nicht nochmal passieren. Sieht aus wie das Haus von Ghostwatchers? Ist es wahrscheinlich auch. Ja, ist gut. Okay. Okay. Gut. Soundeffekte. Oh, Junge, warum habe ich das nicht aufgesperrt? Bin ich dumm oder was? Antwortet nicht. Haltet eure Münder stets geschlossen. So. Dafür brauchen wir eine Taschenlampe. Alles klar. Ich gehe jetzt hier rein in das Wohnzimmer und wehe. Oh nein. Oh, nein. Oh, hier war der Jumpscare. Wer war er denn, Alter? War der übelste Oger einfach. Okay, das hätte ich sehen können. Aber Badezimmer im Erdgeschoss. Wait. Oh. Aufgehoben Orik. Was ist das zum Teufel ist Orik? Oh, ich habe Angst, Chat. Shit. Easy. Richie. Pose. No. Untersuchen. No. Funktioniert nicht. Batterien fehlen. Was hat denn der da auf dem
Nehmen Sie eine Axt? What the fuck? Aufgehoben is dead. Is dead. Was zum Teufel ist los mit diesem Game? Der ist festgefroren. Hat jemand Enteiser? Klopp ich die jetzt um? Oh no! Kein Platz im Inventar. Ey, schrei mich nicht an. Was ist denn das überhaupt für ein Zeug? Paprika! Paprika. Na, 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 na. Da, da, da. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Ach, schön. Das ist wirklich alles herzallerliebst. Man weiß nicht, was einen erwartet. Ich bin sehr begeistert. Cool, Alter. Kann ich jetzt hier noch auf irgendwie was steppen, oder? Was haben wir da? Aufgehoben ist dead. Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Okay, nice. Wir haben es erledigt. Pizza gibt's. Oh, es gibt auch eine Dings. Es gibt auch eine Bums. Aber die kann ich noch nicht nehmen. Ich habe keinen Platz. Aber für Streichhölzer, da habe ich immer ein Arschtäschchen frei. Und eine Kerze. Fragt nicht, wo die hinkommen. Kein Platz. Was auch immer das ist. Ausgang ist blockiert. Es gibt keine Möglichkeit, das zu öffnen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Wir müssen Dinge loswerden. Also, wir gehen jetzt mal hoch. In Sarahs Zimmer. Richtig? Alter, wie selbstsicher ich auf einmal bin. Das ist die Self-Esteem boostende Axt, Alter. Ich laufe hier durch wie ein Champion jetzt. Die können mir alle nicht mehr was anhaben. Nicht eins können die mir anhaben. Auch zwei nicht. So, hier. Cool. Es ist wieder Platz im Inventar, Freunde. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sarah, Sandra, was weiß ich. Also, ihr müsst doch selber wissen, wie sie heißt. Achte trotzdem auf den Boden. Nö. Ja. Ich habe sonst nur irgendwie so Gewürze, aber... Okay. Was ist denn das hier? Energy Drink? Is dead. Energiegetränk. Ab heute kümmern wir uns drinnen um dich. Was machen die? Ab heute kümmern wir uns drinnen um dich. Gestern noch draußen, aber heute nicht mehr. Okay, gut. Aber ich bin nicht beschädigt. Ich bin ja bislang immer instant gestorben. Okay. Lassen wir das einfach gut sein. Oh nein, meine Axt! What? Dankeschön, das brauche ich. Sonst drehe ich hier komplett durch. Ich nehme die Taschenlampe da vom Tisch. Weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Was soll ich denn mit diesem Pulverkram machen? Ich meine, hier ist die Küche. Ach, hier kann ich noch eine Kerze reinsetzen. Das nützt mir aber auch nichts. Oh mein Gott. Nein. Nicht die Respawn. Das war doch eben hier auch noch nicht da, oder? Oh Gott, zum Glück habe ich die Kerzen. Ach, ist das die Taste 2 oder wie funktioniert das? Sehr gut. Wir haben das mal geübt. Okay. Finde den Stromkasten. Ach komm. Gib mir die Kerze, gib mir das. Fenchelsamen, natürlich. Hier ist noch ein Zettel. Wer seid denn ihr? Guck mal. Ne, die nehme ich jetzt. Die nehme ich jetzt nicht. Och, Alter. Okay. Augenblick. Wir, Moment, ich brauche Licht. Schlüssel, ich habe keinen Platz. Boah, ist das nervig hier gerade. Das ist wirklich anstrengend mit dem Inventarplatz. Das sind hier so viel Zeug, das finde ich doch nie wieder.
irgendwo der Stromkasten? So. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Tape! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir können speichern! Oh, das ist aber schön. Ich würde es am liebsten sofort hochgehen. Sofort! Ich gehe sofort hoch, Alter. Oder spawnen hier irgendwie random diese Dinger? Oh, ich vertraue dem nicht, dem Hasen hier. Eieieiei. Sef, speichere. Ja, ich bin dabei. Wie der Wind. Bitte nicht beißen. Ich brauche alle meine Zähne. Das fällt meiner Freundin sonst auf. Ich habe jetzt zwei Tapes. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich eins gefunden habe. Ehrlich gesagt. Ich speichere jetzt einmal. Und dann... Cool. Das andere hebe ich mir aber noch auf. So, hier habe ich nichts mehr. Da, was habe ich denn? Ja, ich muss ja schon eins da gehabt haben, sonst hätte ich den, sonst hätte ich keinen Platz dafür gehabt. Aber ich habe das nicht gesehen, dass ich eins aufgenommen hatte. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern, glaube ich. Im Keller kann ich jetzt wohl dann wieder den Strom anschalten. Hoffe ich einfach mal. Oh, ist irgendwer unterwegs wieder? Ich muss dann auch noch die Batterien finden für den Projektor. Mal gucken. Eigentlich dürfte es ja jetzt gar nicht mehr so dunkel sein hier mit den Kerzen. So. Da lag hinten noch ein Schlüssel. Hier ist eine Batterie. Alles klar. Die kriegen wir von hier. Hier ist noch ein Tape. Kerzen haben wir auch genug. Ist also egal. Jetzt schon wieder so ein Keypad, was? Ein Mechanismus blockiert die Öffnung. Finde den Stromkasten. Ja, der ist da, aber da komme ich nicht durch. Die sind zu schwer. Ein Fall für Axtmann, Alter. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Das ist so bescheuert, Alter. Mann, warum ist alles aus massivem Fels? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich habe einfach keinen Platz. Okay, dann... Ja, wie werde ich denn Sachen los im Inventar? Sag mal. Was mache ich denn mit den Gewürzen? Glas Apula. Urik. Rote Paprika. Fenchelsamen. In der Küche ist ein Regal für die Gewürze. Auch das habe ich nicht gesehen. Ihr habt das alle schon bei Ultrazucker HD gesehen. Gibt's zu. Küche ist ein Regal für Gewürze. Jetzt sind hier überall diese Energy Drinks. Halt, wo denn? Ach so, hier. Oder? Oh, hier ist auch ein Tape-Recorder. Das hätte ich jetzt nicht anklicken müssen, aber... Hier! Ah! Ja, okay, gut. Dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Ist halt ein bisschen Rain. Da habe ich nicht unbedingt drauf geachtet. Auch noch eine Kiste. Hier sind noch ein paar Wiener Würstchen. Die nehmen mir jetzt nicht einen zusätzlichen Platz weg. Okay. Dann würde ich sagen, sammle ich die Batterie unten. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich habe bislang nur eine gesehen. No! Oder vielleicht den Schlüssel. Untersuchen. Michaels! Komm, wir gehen zu Micha. Pass auf. Das interessiert mich jetzt. Was hat er zu verbergen? Was hat er, was ich nicht hab, Alter? Michi! Wir betreten dein geheimstes, allerheiligstes. Die Gläser braucht man bestimmt für die Boxen. Diesen. Da sind irgendwelche Schlüssel drin. Für Schränke. Für kleine Regalschubladen. Michael! Hast du wieder was von dem Crack genommen? Michael, ich rede mit dir. Es ist langsam nicht mehr lustig. Die Küche ist versifft. Die Teppiche beißen meine Zähne ab. Wir müssen andere Seiten aufziehen. Michael. Der hört nicht auf mich. Was, Frechdachs. Allzweckraum. Ich plündere jetzt deinen Schrank mit deinen Habseligkeiten. Du kannst dich nicht beschweren. Deine Statue... die du von der Mutti geschenkt gekriegt hast, die nehme ich mit. So, das nehme ich auch mit.
und alles, wo du dich dran verletzen kannst. Das gehört quasi mir. Nee, da brauchst du jetzt auch nicht ausflippen. Wir hatten einen Deal. Entweder du kommst klar auf deinem Drogentrip oder wir müssen andere Seiten aufziehen. Wir müssen es aufziehen. Oh, was wächst denn da, Alter? Da ist ein Fötus, schwimmt da drinnen rum. Michael, du sollst doch verhüten. Mann. So, ich mach dir ein bisschen Licht. Unten in der Küche steht Tee. Falls du den willst zum Ausnüchtern. Acquisity. Einkaufen. Puppe, Waiting Doll, Relaxing Doll, Sprinting Doll, Sitting Doll, Yoga Doll. Danke für den Einkauf. 72,99 für die Relaxing Doll. Also das ist ja wirklich, also das ist ja Wucher. Michael, mein Lieber. Du scheinst es ja zu haben. Vielleicht bei Gelegenheit mal neue Arme, das wäre auch schön. Überzeugt die Frauenwelt. Nicht, dass ich mich auskennen würde. Nur als kleiner, gut gemeinter Tipp. Ächtige es, bevor es aufhört zu tanzen. Soll ich? Das ist mein einziger und bester Freund, Alter. Den kann ich doch nicht schlagen. Michael? Ich kann das einfach nicht mehr. Unsere Beziehung ist am Ende. Michael, ich hab's im Guten versucht. Es ist persönlich gemeint. Ich fühle mich irgendwie unbefriedigt. Gut. Du hast ihn nur erlöst. Der Arme hat doch nur noch gelitten. Ja, wahrscheinlich schon. Na! Okay, gut. Ich sammle jetzt die Batterien. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist alles so ein übelst bescheuerter Scheißdreck hier. Das kann ich gar keinem erzählen. Asef, in deinem letzten Stream, was hast du denn da gespielt? Ach du, frag nicht. Du würdest es eh nicht glauben. Who knocks, Alter? Der Typ hat ein Leben. Echt? So, warte mal. Okay, ich hab jetzt die ganzen, Fuck, Richard! Oh, du Frechdachs! Du, jetzt bin aber reich an der Wäsche. Du, so, wir sind noch nicht per Du. Du hast zwar gerade vor 5 Minuten an meine Tür geklopft. Mach den Hosenstall wieder zu, mein Freund. Junge, Junge, Junge. Ein aufdringlicher Kerl ist das. So, Rubina. Ach, da geht die Schatulle von auf, wenn ich die Essenzen sammle. Ja, natürlich, Seth. Das ist doch logisch. Wer zum Fick? Okay. Nein! Ah, Michael! Es war nicht so gemeint! Jetzt!
Gameplay. Halt's Maul! Au! Warum starrt? Au! Michael! Nein! Ist das ein bescheuerter... Ist das ein bescheuerter Scheißdreck? Es gibt keinen Ort wie zu Hause. Och, Mann! Nein! Ist großartig. Alles daran ist einfach großartig. In jeglicher Hinsicht. Ich bin extrem befriedigt von diesem Spiel. Horror, meine Damen und Herren. Du glaubst es nicht, wenn du es nicht erlebt hast. Eieiei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht oft komplett überfordert mit dem, was ich hier sehe. Aber dieses Spiel macht mich fertig einfach. Michael hat's doch persönlich genommen. oh Gott, oh no. Ich packe jetzt die Essenzen da rein. Dann gebär ich einen Schweinefinnen-Bandwurm. Ach, der hat sich schon geboren. Ist okay. Dann kriege ich die Waffe. Und dann kommt Bier ins Spiel. Ne? Kommt nicht? War die nicht auch tot? Was ist denn hier los, Alter? Das ist schlimmer wie auf dem Frankfurter Bahnhof. Oh mein Gott. Ich geh jetzt Michael besuchen. Schnauze voll. Michi! Ich hab was für dich. Und es ist an einem langen Stiel. Der hat so ja einen Bauchnabel. Oh mein Gott! Er attackt! Kraft seines Torsos! Ich weiß, es ist entsetzlich. Warte, wo sind die? Ich höre sie. Die latschen hier irgendwo rum. Oder ist das die Uhr? Ich habe keinen Plan. Ich nehme mal noch die Figur mit. Moment. Was ist denn da unten noch? Da liegt noch irgendwas. Was ist das denn? Aufgehoben. Ach, Kugeln. Oh mein Gott, nice. Ja, bitte. Dankeschön. Die brauche ich für die kleinen Herzchen. Warte mal. Momentchen mal. Wo sind denn die jetzt hin? Sind die hier unten? Ey, ich weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht. Ich habe hier noch so ein Gewürz gefunden. Okay, drei brauche ich noch. Ich habe mir echt das Besseres von diesem Dead Space Remake erwartet, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht davon. Diese Animation, das ist halt auch einfach gut. Das ist einfach gut. Ey, die spawnen jetzt hier überall. Die lagen doch nicht da. Ich werde zugeschissen. Der hat das ganze Waffenarsenal hier im Keller. Och, Alter. Oh mein Gott. Ach, das Keypad ist bestimmt für die Holzkiste. Wetten, es ist so. Ich raste komplett aus. Ich gehe komplett beschränkt. Oh nein. Das habe ich noch nicht gelesen, oder? Die Puppen sind wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, dass es mir aus den Händen gerissen wird, sie meinen Kindern zu bringen. Sandra und Michael werden sie über die... Das ist dein Kind? Da muss man aber nochmal üben, Alter. Noam. Die werden sich über dieses Geschenk freuen. Ich habe 5 gekauft. 5 Puppen für 2 Kinder. Das wird definitiv nicht zu Streit führen.
Ich habe das Puppenhaus am Montag gekauft. Ich ging am Dienstag zurück in den Laden, um das volle Haus abzuholen. Sah eine dieser Puppen. Ich habe es für den nächsten Tag bestellt. Mittwoch habe ich die verpackte Puppe abgeholt. Eine neue Puppe war im Laden. Ich habe auch für den Folgetag bestellt. Moral der Geschichte, ich verbrachte die ganze Woche in diesem Spielzeugladen und ging hin und her, um die Puppen abzuholen. Moral der Geschichte, Alter. Einer nach dem anderen, fünfmal. Was sie nicht für ihre Kinder tun. Aber irgendwie muss ich meine Distanz ausgleichen. Die restliche Woche war ich ein versoffenes Arschloch. Achso, Kate hat das geschrieben. Also ich nicht. Also ich bin ein guter Vater, ne? Alles klar. Wollen wir das doch mal klargestellt haben. So, Kate ist eigentlich die Schlimme. Oder wie ich sie nenne, die Kindesmutter. So, kauf zwei Puppen, zahl fünf. Ja, aber du musst fünfmal kommen. Komme fünfmal. Warte mal, hier war doch auch noch ein Tape-Recorder. Ich speichere jetzt einfach mal ab. Ich kann das nicht ertragen. Ja, Mechanismus blockiert die Öffnung. Alles klar, ich habe die Batterie, right? Ich habe eine Batterie. Die lege ich jetzt oben in den Projektor. Und dann gucken wir uns mit Richard so ein kleines Filmchen an. Wait. Das ist nicht hier? Hä, wo war denn das? War das unten? Augenblick. Das war unten, ne? Boah, das verschwimmt auch so vor meinem geistigen Auge. Michael versteckt ein Crack. Polizist Sef kommt zur Hausdurchsuchung. Oh ja. Und ich finde alle... Ah! 9mm Kugel! Du Frischchen! Kann ich den nicht einfach treten? Muss ich den abschießen? Das ist wortwörtlich ein Wanst mit Beinen. Was will der tun? Gar nichts kann der machen. Ich gehe mit Millen durch die Hood, Bro. Nichts kann der machen. Keiner kann etwas machen. Setze die 5 Statuen. Ach, da kommen jetzt die Puppen drauf. Oh, ich hasse euch. Richard wollte doch einen Film gucken. Warum sitzt der da Richtung Fernseher und der Projektor ist andersrum? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh mein Gott, oh what, was habe ich getan? Ich dachte, die Puppen sollen da drauf. Nee, die 5 Statuen. What the fuck ist hier los? Hilfe! Zu Hilfe! Ja, ich gehe mit einem gehörigen Dachschaden aus diesem Game raus. Es kann gar nicht anders sein. Nah dran. Na. Wer ist jetzt hier? Okay. Hi. Die wollen alle nicht mehr mit mir labern. Das finde ich frech. Ja, ist gut. Was ist denn auch hier? Ach, der hat mein Spielzeug geklaut. Frech das. Guten Abend, Noam. Wie läuft deine Reise? Oh, wunderprächtig, Alter. Ich genieße jeden einzelnen Schritt. Vor allem in der blanken Dunkelheit, nicht auf den Boden guckend. Geht es dir gut? Ja, meinen Kindern auch. Ganz allein? Nicht ich. Ich habe die Einsamkeit nie geliebt. Deshalb bin ich gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass meine Reise so enden würde. Was willst du denn machen? Keiner kann etwas machen, Bro. Wir Ingenieure sind nicht berühmt für unsere Fantasie. Jetzt bin ich in der Küche. Habe ich mir gedacht, mein Lieber. Mein Körper sitzt immer noch auf dem Stuhl vor dem Tisch. Ich erinnere mich nur, dass ich aß, als alles dunkel wurde. Weißt du, was das Schlimmste daran ist, tot zu sein? Der Geschmacksverlust. Ich hätte jetzt auf was anderes getippt, aber sie haben eine vage Erinnerung an Geschmäcker, die sie im Leben erlebt hatten. Aber so sehr sie sich auch bemühen, sie können die Gerüche, die ihren Appetit einst geweckt haben, einfach nicht riechen. In diesem Haus ist meine Gewürzsammlung. Setzen Sie sie an Ihren Platz und vielleicht kann ich die Aromen ein letztes Mal probieren. Lassen Sie mich nicht zu lange warten, Marshall. Ich will nicht, dass dein äußerst beleibter Leichnam die Gewürze noch ein letztes Mal kostet. Vor allem, ich sammle schon seit einer Stunde die Gewürze ein. Und jetzt sagt er mir, sammle bitte die Gewürze ein. Mir ist langweilig. What? Bin ich bescheuert? Also, was? Ich weiß gar nicht. Das Spiel hat überhaupt keinen Sinn für irgendeine Richtung.
Das ist einfach eine übelste Unordnung, Alter. Meine Güte. Gewürze. Ja, zwei habe ich nicht. Oh mein Gott, da sitzt doch Marshall. Sind die Spaghetti explodiert oder was ist los? Warte mal, ich mach dir mal hier ein bisschen Licht, mein Freund. So, alles klar. Gemütlicher, oder? Weil ich doch gesagt habe. Warum sind die gestorben alle? Ich verstehe das gar nicht. Warum müssen wir denn immer gleich tot sein? So mir nichts, dir nichts. Macht doch gar keinen Sinn. Kannst doch auch leben. Macht doch viel mehr Spaß. Oh, ich kann mal unten gucken. Warte mal, warte. Der Keller. Vielleicht hat irgendwer auf ominöse Art und Weise die Kisten entfernt. Das wäre sehr hilfreich. Nein, niemand war hilfreich. Ich fühle mich ungeliebt. Ich frage mich, warum ich Kerzen entfernen könnte. Warum sollte ich das wollen? Nehmen Sie sie. What the fuck? Ach, ich kann die... Ach, ich nehm die nur alle. No. Hä? Sprinting Doll. Sitting Doll. Rebelling Doll. Relaxing Doll. Relaxing Doll war die teuerste. Aber... Kann ich mit denen irgendetwas machen? Ich weiß, keiner kann etwas machen, aber... Ich frag mich... Ich kann die doch da bestimmt nicht draufsetzen, oder? Da gehören irgendwelche anderen Figuren hin, denke ich mal. Nee, das ist es nicht. Was mache ich denn jetzt aber mit den Puppen? Ich habe diesen Zettel gefunden, wo die in einer bestimmten Ordnung sind. Ich habe unten einen Zettel... Ich bring erstmal diesen Dino zurück, glaube ich. Und dann sehen wir mal weiter. Du meinst, das Puppenhaus ist in Michaels Zimmer? Das könnte natürlich sein. True that. Ich spawn immer neue Streichhölzer. Ich habe gar nicht so viele Kerzenhalter. Die gehen doch auch nie aus, oder? Guck mal, die ist da immer noch von ganz Anfang. Ich weiß zwar nicht, von welchem Anfang, aber... Begehbare Kleiderschrank. Ja, sieht mir nicht nach Puppenhaus aus irgendwo, meinst du? Hier sind noch Kerzen. Wo war denn diese Liste? Wo lag die denn? Keine Ahnung. Michael läuft rum, verteilt Sachen. Nee, warte, kann er nicht. Ja, der kann gar nicht so viel. Außer ein bisschen nerven. Wie jetzt no? Ach so. Ah, ich dachte, hier unten wäre schon einer drin. Ja, jetzt könnte ich das auch raten, ne? Aber das geht natürlich wieder nicht. Ich kenne das Geld nicht. Mann, Alter. Super ärgerlich. Oh, hier, Alter, die Pistolenkugel, die liegt mir da irgendwer immer in die Regale. Der verteilt. Johnny, jetzt! Und dann mit so einem Jutebeutel, Alter. Sehr schön. Die Vorstellung macht mich extrem happy. Na gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich so wirklich mit dieser Liste anfangen soll. Wenn wir ein Puppenhaus hätten, um das irgendwie reinzusetzen, dann würde ich das schon verstehen. Sag jetzt nicht, Office Key brauchen wir. Kein Office Key. Hier ist halt nur dieser komische Fötus da im Glas. I don't know, Leute. Ab jetzt bin ich irgendwie überfordert. Ich weiß, ich brauche halt noch ein paar Gewürze. Und ich brauche halt noch die letzte Figur, um diesen Code für diesen Schrank da zu bekommen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich habe halt keinen Schlüssel, ne? Warte mal. Nee, ich habe keinen Schlüssel. Für was war denn das, was ich von diesem Marshall da gekriegt habe? Wofür war denn das? Ich zünd mal überall die Kerzen an. Dieses Haus ist einfach so groß und unübersichtlich. So unübersichtlich finde ich es tatsächlich gar nicht. Aber, ist halt anstrengend, dass du an die Orte mehrfach musst. Ah, nee, ich dachte jetzt, die Kisten sind weg. Tja.
Hat einer einen Tipp? Ihr seid doch immer so schlau. Ich kenne den Code nicht. Oder ganz oben? Also ein Puppenhaus macht schon Sinn. Ich verstehe nur diese Aufhebemechanik hier nicht. Also ich kann jetzt hier irgendeine Puppe grabben. Und dann habe ich die im Inventar. Eine Puppe in entspannter Pose. 4 Holztiere, 5 Statuen, 8 Gewürze. Das sind meine Aufgaben. Aber dazu muss ich immer in andere Bereiche vordringen. Und ich weiß gerade nicht, wie ich zum nächsten komme. Um was geht's da genau? Ich habe keinen fucking Plan. Neues Haus, frisch eingezogen. Leichen tauchen auf. Dinge passieren. Vordringen. Ja, ganz genau. Es kommt doch mich auch keiner mehr besuchen, eigentlich. Schade. Ich könnte mal nach Figuren gucken. Ich frage mich, ob ich die schon alle finde. Die erste war oben bei Michael im Zimmer. Diese Engelsstatue. Was sieht so aus, als könnte da passen? Moment, was steht hier? Ach so, das sind die ganzen Zettel, die hier von diesen Leuten verstreut sind. Vielleicht kriegt man auch irgendwann einen Brecheisen und kann die ganzen Schranktüren aufmachen. Das habe ich zumindest bis jetzt noch nicht gefunden. Die Puppen vom Einkaufszettel in der aufgelisteten Reihenfolge Richard hinstellen. Ich kann aber die Puppen Richard nicht hinstellen. Das habe ich ja gerade versucht. Irgendwas hat die Leiche im Wohnzimmer doch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Projektor brauchte nur eine Batterie. Hier im Regal, im Bücherregal, befindet sich nicht noch eine. Aber ich habe hier gar nicht gecheckt. Die Schränke. Aber hier ist auch nichts zum Checken, glaube ich. Befindet sich nichts, was irgendwie wie eine Figur aussieht. So in der Drehe irgendwie. In das Bad komme ich noch nicht rein. Kerzenhalter kann ich nicht nehmen. Nee, ist verschlossen. Tja. Leute, lasst ihn mal irgendwie pranken und sagen, dass die Cam aus ist. Es wird definitiv funktionieren. Bitte, bitte macht das. Ich kann das auch überhaupt nicht lesen. Beziehungsweise ich habe auch gar kein Vorschaubild. Wo ich sehe, was ihr seht. Lass die Cam ist weg. XD. Dafür sollte ich dich eigentlich timeouten. Tja. Wisst ihr was? Ich weiß nichts. Oh, da ist der hölzerne Bär. Oh, den habe ich nicht gesehen. Sehr gut. Oh, Sandra. Wir wissen nur, dass die Cam weg ist. Ich hasse euch. Jetzt geht das Spiel weiter. Genau. Auch ohne Cam. Habt ihr jetzt einfach Pech gehabt. Ziel aktualisiert. 9725. Ich brauche da gar nicht lesen. Der ominöse Graffiti-Geist, der schreibt mir einfach alles vor. 9725. 9725. Jetzt bin ich gespannt. Ach, da ist ein Gewürz drin. Ist das euer Scheiß? Ernst? Was? Ach, come on! Und dann auch nur eins! Das nützt mir nichts! Das nützt mir einen feuchten Furz! Oh, wo ist das andere? Das ist bestimmt irgendwo schon available. Ich hab's nur einfach noch nicht gesehen, weil... Ja, muss ich nicht erklären. Michael! Oh, kleine Sau! Schwinde. Der kommt auch immer, wenn er Spaß wittert, ne? Wiggle, wiggle, wiggle. So, eine Würzhammer. Cool. Jetzt sind wir aber wieder nicht weiter.
sad. Oh. Nee, das ist ein Energy Drink, die ich noch nie verwendet habe, weil ich sie irgendwie nicht brauche. Oh, ich habe hier noch nicht geguckt. Streichhölzer? Ah! Curry! Für den pikanten Gaumen. Jetzt koste! Hauch, ich weiß auch nicht, du wolltest, dass ich deine Gewürze sammle. Marcel? Sein Essen läuft ihm in Zukunft wieder raus. Ich komme schon. Möchten Sie die Kisten? Hi. Hi. Oh, wow, die ist aber groß. Ja, hi. Hi, ich bin's. Hi, na? Hi. Hey, hey. Und du so? Kannst du bitte in meinem Schlafzimmer aufwachen? Smash. Oh, was haben wir denn da? Schlafzimmerschlüssel! Leute! Yippie! Ich habe gewonnen! Es wendet sich alles zum Guten! Happy End, Alter! Noam, wie konntest du? Wir haben ihnen vertraut. Wir sind nicht bei du, aber Kate. Oh, Kate, ist das... Kate, mit der habe ich schon Kinder gemacht. Ich weiß warum. Wir setzen unser ganzes Vertrauen in das, was sie getan haben. Und doch sind wir an dem Punkt angelangt. Heute Morgen bis ins Kinder, aber. Ich konnte Michael und Sandra meinen Kindern nicht einmal Hallo sagen. Ich habe einen Spoiler für dich. Sandra ist anderweitig involviert und Michael, naja, wir haben leider keine Ohren hingekriegt. Ihr Geburtstag war noch wenige Tage entfernt. Ich hatte ihnen ein riesiges Puppenhaus besorgt. Ja, wo ist das und wo ist es jetzt? Das möchte ich wissen. Und jetzt liegt dieses Haus neben meinem leblosen Körper im Schlafzimmer. Nein, legen Sie die Puppen zurück. Früher oder später wird mir mein Geschenk überlassen. Hoffe ich. Oh, Kate, ich habe auch meinerseits ein Geschenk für dich. Oh ja. So, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer. Zip. Wo war das nochmal? Welches von diesen Räumen? Richard, du musst kurz warten, ne? Du verstehst doch. Verstehst die Problematik. Wer geistert? Au! Du Arschloch! Oder wenn du sowas hast. Ich liebe das Spiel. Ist immer wieder ein Knüller. Nein, ich habe keine Kassette mehr. Mama. Oh nein, ich latsch gleich wieder irgendwo rein, oder? Büro. Nee, Office Key habe ich noch nicht. Schlafzimmer. Na dran. Ich bin so gespannt, Alter. Oh nee, die Kisten der Verdammnis, Alter. Ach so, der Strom ist ja noch aus. Das machen die doch mit Absicht, dass wenn ich hier reinkomme, das machen die doch mit Absicht. Ich kann nicht dafür, ich bin's nicht. Dein Maul, Alter. Hör ich mich voll zu schreien. Heute nicht, Kate. Heute nicht. Oh mein Gott. Okay. Ja. Oh, eine Musikkassette. Nice. Warte mal. Sehr schön. Puppenhaus. Halleluja, halleluja. Ich muss 4 Engelchen finden. Links, rechts, zurück. Links, rechts, zurück. Ja, wie jetzt? Oh, wo sind die anderen? Ist hier eins? Ist hier ein Engelchen? Außer du, mein Schatz.
Das ist mit Sicherheit urheberrechtsgeschützt. Möchte damit nichts zu tun haben. Wohnzimmer? Na. Na. Oh! Wait! Habe ich da einen hingesetzt? Yes! Ich wusste die Relaxing-Doll, Alter. Die 75 Dollys gekostet hat. Oh, jetzt muss ich in den Keller? Nee, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Oh nein. Oh, ich hab Angst, Alter. Ist Michael jetzt wieder gespawnt? Warte mal. Gibt Energy Drink Leben? Verwenden. Oh mein Gott, ich kann mich boosten! Oh, Alter! Ich hab 177 Leben! Warte, von 100. 200? Nee, bei 200 ist Schluss. Alles klar, ich dachte 100 ist, aber ich bin voll aufgeputscht jetzt. Digga! Okay, sehr gut. Doch, in den Keller und den Rest zu holen. Ja, ich weiß doch. Ich muss nur gucken, welche Puppen... Ah, warte mal. Sprinting Doll. Ah, ich gehe gleich mal hier zum... Wo war denn der Zettel? War hier der Zettel oder war der bei Richard? Nee, hier war der, ne? Sprinting, Sitting, Yoga, Waiting. Sprinting, Sitting, Yoga, Waiting. Sprinting, Sitting, Yoga, Waiting. Wenn ich das lese, dann krieg ich das hin. Marcel. Kleiner Schelm. Bitte, bitte keine Gegner jetzt. Hier ist wieder dunkel. Sind die... Ne, die Katzen sind noch an. Oh, die gehen aber... Die brennen wirklich ab. Guck mal. Oh, das ist interessant. Okay. Wirken auch irgendwie auch nicht mehr so hell. Oder täuscht das? So... Running? War Running eins? Ich hab's schon wieder vergessen. Sprinting war eins. Ich glaube Sitting und Jo. Oh, jetzt muss ich die wirklich einzeln da hochtragen? Oh, Junge. Also wirklich. Erstmal 15 Energy Drinks, kennt man. Ich bin. Habe ich das hier nicht schon dreimal aufgenommen? Ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, wo der die hat. Ich schleife meine Hose so sackmäßig hinter mir her. Na! Na! Aha! Das war's Richtige. Okay, Yoga, Waiting. Ich hab die Clips gerade gesehen. What the hell spielen wir hier? Leroy, sei nicht so frech. Gib doch den Dingen auch mal eine Chance. Das ist ein sehr gutes Horror-Game. Das ist jeden Euro wert. So. Sitzt die? Sitting Doll. Ich muss jetzt echt... Oh, so eine Scheiße. Also wirklich. Ich hab keinen Bock. Kann das Johnny nicht erledigen, der hier die Pistolenmuni verteilt überall im Haus? Johnny. Komm. Räum doch mal auf. Das kostet? Nein, nein. Das war kostenlos. Ich hab dafür kein Geld bezahlt. Nein, nein. Habe ich das jetzt reingesetzt? Oh, Junge. Wo sitzt das? Da? Nee, no. Da? Oh, Junge. Oh, guck mal. Oh, eine Engelsstatue. Warte mal, da hinten ist auch was. Ein Energy Drink, cool. Ich habe keine Ahnung. Die einen Filmpreis ähnelt. Ah ja, na klar. Wer kennt sie nicht, Alter? Die Engel, die an Filmemacher verteilt werden. Ach, Digga. Ich sehe nichts. Das ist beschissen. Oh mein Gott, 121 Kugeln. Darf ich jetzt eigentlich mal so langsam wieder den Strom anstellen? Das ist hier zum Haare raufen, Alter. Meine Fresse. Da sieht man doch genug. Okay, alles klar. Gut. Mr. Augapfel.
Rebelling Doll war es nicht, nee. Yoga Doll. Die noch. Das Rätsel wäre jetzt wahrscheinlich auch rauszufinden, in welche Zimmer die gehören. Aber die können einfach nur an einem Ort und einer Stelle platziert werden. Weil ich glaube, die Engine nicht mehr zulässt. Das ist übelst witzig. Das ist halt auch diese... Hier, das ist diese Raphael Brasa Engine. Ich weiß nicht, wie das heißt. Mir wird einiges klar von den Zusammenhängen her. Oh! First fucking try! God damn, Alter. Ich bin disgusting. Ich bin viel zu krass. 120 Schuss, wie trägt er? Es muss an einer Tour klappern und scheppern hinten in der Hose. Ich weiß nicht, wie er es macht. Sein Geheimnis wird er uns nicht verraten. Sprinting, relaxing, waiting? Ich glaube, waiting haben wir noch nicht, oder? Bin mir nicht so sicher. Raphael Brasers lang verschollener Bruder hatte hier aber ein Machwerk der Unterhaltungskunst rausgebrezelt, Alter, mein lieber Scholli. Das Spiel ist halt auch echt nicht kurz, ne? Marshall, na, alles gut? Der schnuppert sich da noch einen zurecht am Gewürzregal. Die Kerzen gehen halt wirklich aus. Die sind dann auch nicht mehr so hell. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, die dummen Kisten sind noch da. Die kriege ich nicht weg. Leroy, falls du nicht da warst, die sind zu schwer. Diese Kisten sind zu schwer. Kein Durchkommen. Absolut keine Chance. So, was ist jetzt hier Waiting Doll? Das hier, ne? Waiting Doll, easy. Alles klar. Aufwachen, Freunde. Es geht los. Wir haben gleich wieder eine Zielstellung erfüllt. Ich bin so gespannt, was dann auch kommt. Ich liebe mittlerweile dieses Haus. Ich sollte das nicht zu laut sagen. Wer klopft denn jetzt eigentlich? Was hat denn das eigentlich mit allem hier zu tun? Wait. Rechts, links, zurück. Nee, ich will hier was reinsetzen. Dankeschön. Was ist denn jetzt aufgegangen? Ach, das! Die Puppen hier reinzusetzen hat das Ding aufgemacht. Und da ist eine dumme Statue. Ich raste aus. Ich raste einfach nur komplett aus. Ihr wollt mich alle komplett hops nehmen. Die machen mich fertig. Ja, ist gut. Oh. Anstrengend sind die. Was ist der nächste? Ich hoffe, der wacht unter meinem Rasenmäher auf oder so. Was? Ach so, hier der Projektor. Ach, die muss ich noch umchangen, oder was? Muss ich die noch ändern? Keine Ahnung. Ich kann die auch nicht mehr wegnehmen. Wenn, dann ist es jetzt eh zu spät. Ich könnte vielleicht mal wieder speichern. Oh, er wieder! Grüße! Na? Du bist da einmal um den Block gelaufen? Ich weiß, es ist dunkel. Ich mag es auch nicht. Cool. Was haben wir hier? Warum hat der alle meine Schlüssel? Der ist gruselig. Studienschlüssel. Damit kann ich in meine Studien. Läuft hier wer rum, Michael? Ne? Ach, der frisst hier wieder das Papier ab. Und hier sind wir wieder, Noel. Ja, was habe ich dich vermisst? Wie haben Sie sich in diesem Haus wiedergefunden? Ich möchte nicht reden von pulverförmigen Sachen in Gläsern, Alter. Weil davon hatte ich heute wahrlich genug. Hast du dich eingelebt? Hoffentlich. Es ist deine Entscheidung. Okay.
Sie können den Rest ihrer Tage hier verbringen oder zu ihrem gewohnten Leben zurückkehren. Ich bin noch nicht mal eine Nacht hier. Es wurde nicht hell zwischendurch, es wurde eher dunkler. Die Welt da draußen ist ein schrecklicher Ort, Noam, und sie wissen es gut. Sich der alltäglichen Realität zu stellen, ist eine ebenso dumme wie mutige Entscheidung. Wenn sie sich dagegen entscheiden, hier zu bleiben, haben sie eine maßgeschneiderte Welt. Ihr Traumhaus auf dem Land, ihr Geist, frei von allen Gedanken und die Schrecken ihrer Vergangenheit werden eine ferne Erinnerung sein. Wem dieser Ort hingegen nicht gefällt, meine Leiche findet ihr im Studio. Sie werden wissen, was zu tun ist. Ah, zip. Auf Wiedersehen, Noam, oder auf Wiedersehen. Etor. Wer latscht hier rum? Irgend so ein Kasper. Irgendein Kasper latscht hier rum. Wo? Marshall? Wo sind die? Ah, da sind sie! Michael? Nicht du schon wieder. Dreimal habe ich die schon abgeschossen. Ich werde es auch ein 40 Mal wagen. Ich werde es wagen, Michael. Michael, bring mich nicht zur Weißglut. Hier sind noch mehr. Der hat seine Freunde mit... Ah, der hat seine Torso-Freunde mitgebracht. Die Torsengang. Oh Gott! Au! Was haben denn die für eine Range? Junge! Ich sehe nicht, worauf ich schieße. Autsch! Hier sind noch mehr! Ich zwiebel mir so ein Energy rein jetzt. Es reicht. Es reicht gleich. Ich will hier nicht sterben, Alter. Da kommen sie! Die Torsenfreunde! Oh, du bist ein großer! Sichlor! Was ist das? Oh mein Gott, das ist der Boss! The final boss fight! Hä? Hallo? Spektakulär, Alter. Spektakulär einfach. Ich höre immer noch Schritte. Das ist, glaube ich, einfach meine kleine Macke. Na, Voldi, alles fresh? Ja, und nun? Was machen wir jetzt? Ich speichere mal hier kurzerhand ab und save den Progress. Okay. So, setze die 5 Statuen. Ja, die habe ich aber nicht. Studienzimmer. Also, das kann ja nur eigentlich das Büro sein. Right? Also hier lang. Du öffnest. Warum sitzt denn da jetzt eigentlich ein Typ mit Gasmaske? Ach, jetzt sind die Kisten weg. Oh, Leute, frei. Okay, sitzen ist leicht übertrieben. Etor, man kann dir unseren Rock gucken. Ist nicht schön. Hier ist eine Statue. Lecker, lecker. Hier ist Muni. Hier sind Kerzen. Hier ist ein Kerzenhalter. Ja, wir sind alle... Oh, hier kann ich auch noch speichern. Mache ich aber jetzt nicht mehr, weil habe ich ja schon. Gut. Aber da fehlt trotzdem noch eine. Richtig? Wir brauchen noch eine Figur. Ist sie zufällig hier drin? Bitte lass sie hier drin sein. Wahrscheinlich nicht. Noch ein Tape. Nee. Ein Traum-Vernell ist hier drin. Ich glaube... Nichts Sinnvolles hier. Ein Energy Drink. Mittlerweile, feiere ich deren Anwesenheit schon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Etor, ne, so benimmt man sich übrigens nicht in Gegenwart einer Dame. Ich bitte dich. Und wehe, da fällt ein schiefer Blick auf sie. Ich beobachte dich. Ich bin der hier mit der Knarre. Ich will dich nur gewarnt haben. RIP Schlüsselmeister. Ja, jetzt komme ich nie wieder irgendwo rein in mein Haus.
Das ist sehr sad. So, also eine Figur, also eine... Was zur Hölle ist los? Das fragst du jetzt? What the fuck? Was? Was? Und damit lässt du mich jetzt zurück? Ich schwör, Alter. Das Spiel hat das Ziel, mich einfach zu zermürben. Wer macht denn das und sagt sich, das ist gut. Die Szene muss da rein. Ich bin am Verzweifeln. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ertragen, alles mehr. Studienzimmer. Ja, da war halt eine Figur jetzt drin, aber das Badezimmer im Erdgeschoss, wer bringt mir das jetzt noch, hm? Jetzt musst du dir wieder einen neuen Charakter ausdenken. Sonst ist blöd. Ich gehe jetzt in den Keller. Ich hoffe, die Kisten sind da weg. Koffer, Küche? Die Kisten sind nicht weg. Wie, Koffer, Küche? Ach, du meinst die Holzkiste? Wait. Ach, das ging durch die Gewürze. So dumm kann man auch einfach nicht denken, wie das Spiel ist. Das ist durch die Gewürze aufgegangen, weil ich die gesammelt habe. Du kannst nicht... Du musst komplett deinen Verstand abschalten. Dann kriegst du das Spiel gelöst. Rätsel. Ich raste aus, Alter. So, Richard, jetzt. Jetzt will ich ja aber... Ach, jetzt muss ich die drehen. Mama. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch und drehe. Und ich... Welche Gewürze, die ich seit 2 Stunden Gameplay gesammelt habe und wo dann der Geist aufgetaucht ist, der Dicke, weil der die nochmal riechen wollte, weil der traurig ist, dass der das nicht mehr schmecken kann. Ist kein Scheiß, das ist die Erklärung. Links, rechts, zurück, rechts. Links, rechts, zurück, rechts, zurück. 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 Links, rechts, zurück. Ich werd bekloppt, Alter. Ich werd nur bekloppt. Ist es das? Ist es das jetzt? Links, rechts, zurück. Rechts, zurück. Drache. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. 83072. Wo gebe ich denn diesen Scheiß jetzt ein? 83072. Im Keller oder was? 83072. Danke. Komm, mach hin, ne? 83072. Die Box. Die Box. Die Box. Der kommt immer näher dran, wenn ich den abschieße. Richtlor. Dieses Mal stand der Code nicht daneben. Ja, das ist je nachdem, wie das Spiel Bock hat. So funktioniert das die ganze Zeit. Verstehst du das nicht? Das Spiel basiert nur auf dem Bock dessen. Ja. Genau, dessen, des Games. Ja, genau.
Ich kann jetzt in Michaels begehbaren Kleiderschrank und die Fötuspflanze ernten. Und oh boy, vertraut. Mit Zwiebeln und Champignons. Von beiden Seiten goldgelb. Ein Hochgenuss. Gehe zum Zentrum. Nee? No? Toto, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr in Kansas. Toto, Alter. Narben. Toto, ja, das sind wir nicht mehr in Kansas. Wait. Punkt. Make up! Platzen! Sag das mal Marshall. Wo bin ich? Das Haus! Was ist los? Noam. Mein Name ist Noam. Hör auf zu blinzeln, ich krieg einen epileptischen Anfall, Alter. Was ist dieses gute Haus? What? Ich hab die Axt des Selbstbewusstseins. Hell yeah. Ich bin in der Space Station. Aufgehoben, Karte Level 1. What? Ich will nicht, das ist wie die Quittung von dem Puppenladen. Ich will nicht mehr an diesem Ort bleiben. Ich muss los. Ich halte es nicht mehr aus. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Was ich höre, ist noch schlimmer. Ich, wenn ich FNAF spiele. Ich möchte so schnell wie möglich versetzt werden. Ich möchte, dass dies so schnell wie möglich endet. Und nicht mal eine ferne Erinnerung. Noam Elfer, Alter. Pose! Duffelbag! What the fuck ist das alles? Hä? Speichern. Ach so, das ist mein Inventar hier. Meine Duffelbag! Okay. Ich öffne. Ich benötige die Karte der ersten Stufe. Access granted. Wieso? Was mache ich denn jetzt hier? Sie benötigen die Karte der fünften Ebene. Name Noam Elfer, Rolle Biologe. Ach was, ja. Ich vermisse mein Zuhause. Da war es immer so gemütlich. Ich freue mich auf diese Reise. Wir sind dabei, die Geschichte der Menschheit zu revolutionieren. Was hat der für eine Mission? Was ist mit ihm? Dem kann das Bescheuertste der Welt passieren und der geht einfach voll klar damit. Der steigt ein. Access granted. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht, Alter. Okay, das Spiel ist ein absoluter Troll. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das hier ernst gemeint ist. Ich glaub euch kein Wort. What? Yesterday, now, tomorrow. Oh nein. Live, love, love, Alter. Au, was ist? Was? Okay. Ich finde das cool, dass das so eine Wasserpistole ist hier. Den schießt einfach Laserstrahlen, so kleine. Und wer ist sie? Ist es Kate? Ugh. Auf Crack. Hier, Access Level 1. Granted. Access granted. Ja, genau. Genau. So sieht's nämlich aus. Ja, mach doch auf. Du bist nah dran. Digga. Okay. Ich öffne. Das ist alles parallel quasi. 9mm Kugeln gibt's auch im Outer Space.
Das sind wie diese kleinen Holzkistchen, diese Koffer sozusagen. Der Mechanismus blockiert. Was haben wir da? Nichts? Und wo soll ich denn jetzt aber hin? Ich verstehe es nicht. Karte der zweiten Ebene habe ich leider nicht. Oh mein Gott, Ressourcen, Alter. Musikkassette. Ich weiß gar nicht, wo ich speichern kann hier. Digitaler Schlüssel. Boah, Alter. 140 Kugeln. Das ist es aber nicht der zweiten Ebene, nee. Hä, wie denn? Digga, ich werde hier komplett zugeschissen. Tagebuch, nee. Ich muss irgendwo vielleicht meine Karte upgraden? Jetzt kommt ein Bossfight? Wahrscheinlich schon. Oh, ach, hier kann ich speichern. Okay, alles klar. Au! Ach. Erlöse mich von meinem Schmerz, Alter. Frankreich. Frankreich, mir bitte den Revolver. Ich halte es nicht mehr aus. Frag nicht, was ich hier spiele. Bitte frag nicht. Schau dir die Clips an. Es ist ungeheuerlich, Alter. Ich glaube, das Spiel hat eine AI programmiert. Auf massiv Drogen. Okay. Wisst ihr was? Also, das Spiel ist nur ein Troll. Also, das ist jetzt hier wirklich irgendwie, glaube ich, ziemliche Zeitverschwendung. Weil ich muss die ganze Zeit backtracken. Ich muss dann diese verschiedenen, diese Karten finden, dann die Ebenen aufmachen. Und dann habe ich am Ende wahrscheinlich irgendwie einen übelst aufregenden Shootout mit der Big Mama oder so. Also, ja, es reicht mir an der Stelle. Dankeschön fürs Zuschauen, liken, kommentieren nicht vergessen. Und bitte, bitte Shoutout an meine Gehirnzellen, dass sie es bis hierhin durchgehalten haben, weil, Digga, also ohne, also es wäre echt schwierig gewesen. Also ein paar wurden leider auch in grobe Mitleidenschaft gezogen, das steht auf jeden Fall fest. Aber irgendwann halte ich es einfach auch nicht mehr aus. Was soll ich dazu sagen, Chat? Wie viel hat das gekostet? 7 €! Ey, aber dafür hat man 2-3 Stunden Fun. 2,5 Stunden, sagen wir mal 2 Stunden und ein bisschen Fun. Das geht dann schon. Wir waren 2,5 Stunden in dem Haus, das war cool. Wie lange hat Schauerland dafür gebraucht? Weiß Schauerland, wer klopft? Das ist 4. Was? Warte. Finden müssen? Das geht noch an. Das was? Das geht noch 1,5 Stunden in dieser Space Station? Unglaublich. Der zieht es durch, Michael! Was da hinten los ist? Auch ein paar Gorgon. Guck mal. Ist das nicht das Gesicht der wahren Freude, Alter? Ist das nicht das Gesicht einer genießerischen Gameplay-Experience? Sorry, ey, Respekt, dass du das durchgezogen hast. Wie endet es? Ich will es sehen. Ja, toll, ey. 4, komm. Es kotzt den übelst an. Ach, die Schränke, ich kann es auch nicht mehr sehen, Alter. Ich kann es nicht mehr sehen. Da ist nichts drin, ne? Das Game sieht nice aus. Ey, guck den Stream nach. Guck ihn nach einfach. Access granted. Das ist das Schön. Ende, ne? Marshall! Oh. Ah, Richard. Wo ist denn Kate? Die steht da hinten. Ich kann nichts tun, Kate. Wer schreibt es? Du wolltest die Pflanze anfassen? Wie fühlt er sich denn? Ja, es ist geclaimed. Er verdient noch nicht mal Geld dran! Nein! Schauerland! Nein! Der Arme! Alles klar, das war... Oh Gott, Nock. Das passt gut zusammen. Who knocks? Oh mein Gott, oh, was für eine Scheiße. Sehr, sehr billig für seine Laufzeit. So 4 bis 5 Stunden. Mag ich. Das ist ziemlich gut bis jetzt. Der war nicht in der Space Station, Alter.
großartige Puzzles. Ich kann mir das nicht erklären. Ich meine, ich gönne denen, aber die haben halt keine Ahnung. Haben die noch niemals in ihrem Leben ein Spiel gespielt? 9 Stunden? Ah!